Hello Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich euch mitgenommen auf Reisen. Ich war auf Mallorca, das war jetzt Ende Juli, Anfang August 2023 und zeige euch dort mal ein bisschen, was ich erlebt habe. Vor allem wunderschöne Empfehlung, Port de Pollença. Da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren und zeige euch mal meine Experience und ein paar Eindrücke. Genau, und ich bin nämlich mit dem Fahrrad gestartet. Ich bin in Playa de Mudo losgefahren. Also am Playa de Mudo war mein Hotel. Dort habe ich mir ein Fahrrad gemietet. Das hat jetzt 12 Euro am Tag gekostet. Und genau, das war für mich einfach das Einfachste. Aber an sich gibt es auch überall Fahrradleihstationen und Orte. Also das ist absolut kein Problem. Und genau, erstmal ging es so an der Straße entlang. War jetzt nicht so der schönste Fahrradweg, aber es war wenigstens ein Fahrradweg. Also ihr seht ja, zwischendurch konnte man nämlich immer auch mal so abbiegen und zur Bucht. Ich war auch erstmal so, okay, wo ist hier der Fahrradweg? Aber das ist so ein Seitenstreifen gewesen und da konnte man eben drauf Fahrrad fahren. War schon auch ein bisschen wild, weil da auch eben viele Touristen ja unterwegs sind, die sich dort auch nicht so gut auskennen, also mit ihren Autos. Da muss man schon sehr aufmerksam Fahrrad fahren, aber das sollte man ja eigentlich immer. Und genau, es war an dem Tag 35 Grad, also mir war auch gut warm, aber das Gute ist, es sind ja überall Supermärkte. Also da muss man sich wirklich keine Gedanken machen und habe mir erstmal was zu trinken geholt und dann ging es weiter. Überhaupt habe ich einfach sehr viel Pausen unterwegs gemacht und immer wieder auch angehalten, um zu filmen, weil dieser Abschnitt war wunderschön. Das war so schön und daran ist man eben die ganze Zeit lang gefahren. Da schon eher auf der Schnellstraße neben den Autos, aber auch da war zum Glück ein Fahrradweg. Ich war wirklich aber auch ganz schön fertig dann, weil es auch sehr windig war. Das ist halt so ein Surferstrand gewesen und ja, weil da halt viel Wind ist. Na gut, aber dann ist man irgendwann in Port de Pollença angekommen und das sind so die unteren Züge. Da habe ich mir auch unbedingt erstmal was zu trinken wieder geholt. Und da lagen auch, also genau, Wasser gibt es da sehr, sehr günstig. Also für 1 Euro, man kann nämlich auch kein Trinkwasser, also den Hähnen trinken. Deswegen muss man sich da Wasser immer kaufen. Und genau, so sind so die Anfangszüge von Port de Pollença, der Strand. Der war auch relativ voll, aber ich war auch an einem Sonntag unterwegs. Das heißt, da sind die Strände noch mal voller. Und hier seht ihr den wunderschönen Hafen. Da gab es auch ein Restaurant und da... Also ich finde einfach so der Vibe mit den Palmen, das sieht immer so traumhaft schön aus. Ja, da habe ich erstmal ein bisschen das Örtchen erkundet, was da eben direkt liegt. Und da gibt es alles mögliche an Restaurants und Cafés und natürlich ganz viel Eisdielen, aber auch so ein paar süßere kleine Shops. Zum Teil sind es aber meistens erst diese ganz typischen Touristengeschäfte, die es halt überall gibt. Das finde ich immer so ein bisschen schade, aber genau, da war es auch dann ganz gut voll, aber es war jetzt nicht so überlaufen. Also ich fand für den Sonntag, da ich glaube, es lag halt daran, dass es so heiß war, dass die meisten Leute einfach am Strand waren. Deswegen immer so ein bisschen antizyklisch handeln, wenn euch danach ist, dann eher in die Städtchen gehen, wenn alle am Strand sind und genau umgekehrt am Strand gehen, wenn alle irgendwie am Essen sind oder weg sind. Genau, aber das Wasser dort, schaut euch das mal an. Es war so klar, es war so schön, ich war so, oh mein Gott. Also auch dort konnte man dann eben den am Meer entlang laufen. Also da habe ich mein Fahrrad dann abgestellt und bin den Weg entlang gelaufen. Da durfte man auch gar nicht mehr Fahrrad fahren, was dann auch ganz schön war, weil der es dann ja noch mal leerer war. Da durfte man keine Autos fahren, es war erst ein Fußgängerweg. So sieht es dann übrigens immer abseits vom Meer aus. Also meistens kommt dann auch gar nicht mehr so viel, außer ein paar Häuschen. Das spielt sich immer sehr viel an so ein paar zentralen Punkten ab, was zur Orientierung halt auch einfach sehr easy ist, was meistens so einen Weg gibt oder so zwei Straßen, die gut belebt sind. Und dann habe ich mir natürlich auch erstmal ein Eis geholt. Hat seinen Preis, ich glaube jetzt 3,50 Euro für eine Kugel. Aber war sehr lecker. Ich hatte ein Malaga-Eis, also so weit rum und Rosinen, habe es gefühlt. Und ja, habe mich da einfach ein bisschen niedergelassen, das Eis genossen, mal ein bisschen die Geschäfte von außen durchstöbert. Aber mir war auch gar nicht groß, danach irgendwas zu kaufen. Und ja, dann ging es auch langsam wieder zurück. Und da habe ich aber noch mal ein bisschen Halt gemacht in so Seitenstraßen. Das ist immer mal sehr empfehlenswert, nach links oder rechts abzubiegen. Da habe ich noch mal in so einer Landseezunge geendet, wo auch so niemand war. Und ich war so, oh, ja. Dann, genau, einfach mal Inhale, Exhale. Und dann habe ich aber auch mir noch mal ganz kurz den Playa von Alcudia angeschaut. Der war super voll. Also das war mir auch ja wieder wirklich zu touristisch. Da habe ich mir immer noch ein Eis geholt. Also da gab es jetzt so ganz viele Supermärkte wieder. Und an sich auch sehr, sehr schön, aber halt einfach
komplett überfüllt und genau, Kinderschokoladeneis, boah, ich liebe das. Also nochmal abseits von Strandempfehlungen, das Eis ist sehr lecker und Standard natürlich Wasser mit dazu und so habe ich den Tag dann noch perfekt ausklingen lassen. Ich hoffe, ihr konntet da euch einen kleinen Eindruck machen, ob das was für euch wäre, ob ihr da hin möchtet. Wenn ihr noch Tipps habt, dort schon mal wart, teilt sie sehr, sehr gerne und dann bin ich mal ganz gespannt auf eure Reise dorthin oder einfach eure Reiselust und ganz liebe Grüße.